selbstverständlich. Und jetzt blicke ich tatsächlich auch schon auf 20 Jahre Big Band Geschichte zurück. Das macht wirklich, das lässt einen schon alt fühlen, muss ich sagen. Aber es ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit hier in der Schule gewesen und bis heute. Und deswegen darf natürlich im Programm heute auch nichts aus dem Repertoire der Big Band fehlen. Allerdings gleich mit einem kleinen thematischen Einschlag. Ich wollte auch ein bisschen Einblick ja geben in das leere Alltagsleben. Wir hatten den Kopierblues vorhin schon und so die Gelassenheit im Alltag. Und dann gibt es so Momente, die kennt man als Lehrer auch, die haben mit Gelassenheit nichts zu tun. Die spielen sie auch nicht in der Schule ab, sondern zu Hause am Schreibtisch. Und die kriegt kein Schüler jemals mit. Ungefähr so, wie was im Lehrerzimmer passiert. Das ist super interessant. Also wenn jetzt hier ein Schüler, ne, was ist eigentlich zu Hause bei Lehrern? Ne, wie machen die das? Also meine Kinder haben das miterlebt. Das sieht auf dem Schreibtisch manchmal nicht so aus, wie man es als Lehrer den Schülern empfiehlt. Man ist im Grunde genommen genauso wie die Schüler. Also es ist tatsächlich so, das darf ich jetzt hier mal verraten, nach 20 Jahren kann man sich outen. Ne? So. Und es gibt auch die Abende, wo man gedacht hat, man wird fertig mit der Korrektur, weil am nächsten Morgen die Klasse drauf wartet. Aber es hat nicht geklappt. Und diese nächtlichen Stunden, die haben mich dann inspiriert, dann doch mal ein Lied drüber zu schreiben, über eine schöne Ballade, In the Wee Small Hours of the Morning, von Frank Sinatra kennt man die vielleicht besonders. Und für mich waren es nicht die Wee Small Hours of the Morning, wo man an den Geliebten denkt oder die Geliebte, sondern für mich ist es der Text In der Stille vor dem Morgengrauen. Mensch und Tier, alles schläft jetzt tief und fest. Nur du bist wach. Die Schreibtischlampe an. Vom Korrekturenberg ragt noch ein Rest. In der Stille vor dem Morgengrauen, Mensch und Tier, alles schläft jetzt tief und fest. Doch du bist wach, die Schreibtischlampe an, vom Korrekturenberg ragt noch ein Rest. Zwischen Ausdruck, Inhalt und Grammatik nimmst um drei noch einen Schluck Kaffee. Schwörst dir, nächstes Mal beginnst du früher. Auf der letzten Arbeit schläfst du ein. Nimmst um 3 Uhr noch einen Schluck Kaffee, schwörst dir, nächstes Mal beginnst du früher. Auf der letzten Arbeit schläft, auf der letzten Arbeit schläft, der letzten Arbeit schläft. Dankeschön. An der Trompete Ludwig Dilschatz.
Ja, also sowas kommt wirklich vor, das kann man sich nicht vorstellen, dass man beim Korrigieren einschläft. Das geht sicher nicht allen Lehrern so. Ja, also es gibt bestimmt welche, die sind einfach ordnungsliebend, strukturiert, haben einen Arbeitsplan und die sind immer rechtzeitig fertig mit allem. Ich bin nie so einer gewesen. Und es geht auch. Aber man schläft manchmal sehr wenig und...